Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac God Mode. Yay. Ihr seht schon, wir haben jetzt mal eine neue Mod installiert, so wie gestern schon angekündigt. Und zwar die God Mode. Ja, und ich habe ein bisschen Angst vor dieser Mod, weil sie anscheinend nur für sehr gute Isaac-Spieler sein soll. Werden wir sehen. Und ich würde gerne eine neue File machen. Und wir nehmen einfach mal die dritte. Ich finde, die dritte ist, glaube ich, gut. Und es gibt neue Charaktere. Da wäre erstmal Arak, dann Butchit, Drake, Xaphen, Destiny, Gidgen, Adra, The Blind und The Mask. Und zudem gibt es auch noch neue Challenges, die können wir also auch alle machen. Davon haben wir jetzt natürlich noch nicht so viele freigeschalten, weil das ein neuer Speicherstand ist. Und wir werden auch noch nicht... Ach, wir haben auch die ganzen... Oder haben wir die doch schon? Nee, haben wir auch noch nicht freigeschalten. Also die ganzen Charaktere müssen wir auch erst freischalten. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal mit Arak an. Wer auch immer das sein soll. Und dann schauen wir mal, was diese Mod für uns bereithält. Zumindest... Also die ganzen Charaktere sind von Anfang an schon mal anders. Ich kenne gar keinen davon, wenn ich ehrlich bin. Und das Spiel soll halt viel, viel schlimmer sein von Anfang an. Und viel mehr Items geben. Und man muss wohl recht OP sein am Ende, damit man überhaupt was reißen kann. So, und jetzt schauen wir mal. Als Arak haben wir von Anfang an schon mal Vaters Fuß. Dann Little Sissy-Ding hier. Sissy La liebt uns. Und Investigation Shot, wie es mir scheint. Also, dass wir Spinnen spawnen, sobald wir... Oh. Okay. Sobald wir Gegner töten. Und ihr seht schon, das hier ist ein Itemraum. Ein Itemraum mit Gegner drin. Ist das nicht toll? Das heißt, selbst wenn man Items haben möchte, muss man Gegner besiegen. Und das zieht sich über das ganze Spiel so rum. Ich meine, das ist jetzt der erste Raum, den wir hier haben. Von daher, das kann was werden. Und heute Mittag, das war witzig, als ich die Mod runterladen wollte. Man muss sich da irgendwie auf so einer extra Seite anmelden, damit das geht. Slowfuck, okay, wir haben noch eine Spinne, das ist cool. Die hätte ich sogar auch gerne. Auf jeden Fall, als ich die Mod heute runterladen wollte, ging das erstmal nicht, weil der Moddarsteller irgendwie die Mod falsch hochgeladen hat. Das war ein bisschen merkwürdig, aber jetzt geht's halt doch. Und jetzt können wir endlich spielen. Aber deswegen musste ich das jetzt voll spät aufnehmen. Deswegen kann es sein, dass die Folge ein bisschen später als normal kommt. So, den Schlüssel brauchen wir nicht. Wir haben von Anfang an Schlüssel gehabt, das finde ich ganz gut. Und wir haben recht okay Items bekommen, würde ich sagen. Wir haben das Monster Manual bekommen, dass wir irgendwie in jeden Raum einmal einsetzen können, so wie ich das sehe. Ist das richtig? Schauen wir mal. Auf jeden Fall gibt das Monster... Oha, die schießen drei. Okay. Oh Gott, okay. Gut, die Gegner wurden also auch verändert. Gut zu wissen. Ja, guck mal, das wusste ich nämlich zum Beispiel auch noch nicht. Aber wir können unser Monster Manual anders einsetzen. Ansonsten wurden halt ganz viele Items verändert. Die Charaktere von Anfang an, die ganzen Monster, die ganzen Räume, eigentlich alles. Es wurde einfach alles verändert. Und viele beschweren sich darüber, dass das Spiel zu schwer ist. Damit, wir haben jetzt schon mal Jesus freigeschalten, das ist doch schon mal schön. Ach Jesus, den kennen wir doch noch aus der Savior-Mod. Jesus ist toll. Und wir können ganz auf das Monster Manual jetzt einsetzen. Das finde ich auch gut. So, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt noch später werden wird. Habe ich gesehen. Den Bümsten, den habe ich gesehen. Ist die Frage, wo wir jetzt hin müssen. Okay, da unten ist der Boss. Wir müssen also tatsächlich hier durch. Das wäre natürlich ein bisschen einfacher, wenn wir fliegen könnten. Upp. So, okay. Hier kommt ja, glaube ich, kein Laser mehr hin. Ist die Frage, wollen wir die Kiste? Ja, ich glaube, ich will die haben. Die wackelt so schön. Okay, hat sich gelohnt. Eine Bombe für drei Bomben. Wieso wackeln die ganzen Dinger so rum? Naja, egal. Dingel. Okay. Und in der Mod stand... Wow! Gehörte das so? Umso größer der Raum ist, what the fuck? Umso... Jo, okay. Was ist hier los? Umso größer der Raum ist, umso schwerer der Boss. Okay. Und wir sehen schon, dieser Boss ist durchgeknallt. Aber sowas von. Was ist los mit dir, Boss? Der hat einfach keine... What the fuck? Ich habe keine Ahnung, ob das so gehört, aber ich denke einfach mal, ja. Ich denke einfach mal, das gehört so. Oha.
Okay, da kann ich mich ja auf was einstellen. Der slidet hier einfach doof rum. What the fuck? Das ist ja so witzig. Okay. Den möchte ich dann bitte nicht nochmal haben. Paralysis. Okay, seit wann kriegt man dafür noch einen Paralysis-Effekt? Ich weiß ja nicht. Ich hätte in den Stachelraum reingehen sollen. Aber egal. Ich will jetzt nicht nochmal zurück. Aber wir sollten darauf achten, dass wir alles Mögliche mitnehmen, weil man halt wirklich ziemlich OP werden muss. Ah, okay, aber in jeder neuen Ebene kriegt man anscheinend ein blaues Herz. Das heißt, man hat in jeder neuen Ebene auf jeden Fall die Chance auf den Devil Room, auch wenn man getroffen wird. So. Und was sonst noch? Die ganzen Gegner haben auch mehr Leben zu teilen. Und das ist eher nicht so cool. Aber dafür kriegt man halt auch viel mehr Sachen. Lass mich hier rein, ich will das haben. Jetzt haben wir da unten einen Schlüssel, das lohnt sich nicht. Und sonst können wir noch unseren letzten Schlüssel dafür einsetzen, für ein paar Bomben mehr. Allerdings, wir haben eigentlich genug Bomben, das heißt, wir machen das nicht. Da haben wir noch ein blaues Herz, das müssen wir bedenken. Wow, wir haben einfach das Gehirn. Bob Sprain haben wir bekommen. Nice. Bob Sprain mit dem Büchlein. Okay. Und ansonsten gibt es auch noch Itemräume mit sehr, sehr viel... Guck mal, die wackeln alle so rum, das gefällt mir. In den Itemräumen gibt es viel mehr Items zu kaufen. Hey, die wackeln halt alle so komisch rum. Ist ja mega nice. Ich mag das. Dass hier alles so rumwappelt. Und anscheinend sind wir halt einfach ein Spinnenmensch. Guck mal, hier bräuchte man 3 Schlüssel, um an einen Twinkle zu kommen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Nein, das lassen wir lieber. Oh Gott, okay, aber jetzt, wo ich Dingle gesehen habe, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor den anderen Bossen. Oha, was kann das werden? Und vor allem vor den Hauptbossen habe ich Angst. Naja, wir schauen einfach mal. Wir haben auf jeden Fall genug Bomben. Wir könnten also auch mal nach einem Geheimraum suchen. Denn da sollen auf jeden Fall auch öfters Items drin sein. Lohnt sich also und wir werden diese Items auch brauchen, sag ich mal so. Und ja, mehr gibt es glaube ich gar nicht zu sagen zu dieser Mod. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Oh Gott, was hier noch so für Gegner kommen, was noch so für Gefahren auf uns lauern und ob wir das jetzt auch schaffen, gleich beim ersten Run. Das wäre ja schon mal eigentlich ganz schön. So, was ist das? Weißes Feuer? Okay, weißes Feuer kann man anscheinend nur mit einer Bombe töten. Denke ich mal. Oder? Ach komm, wir probieren es mal aus. Wir haben genug Bomben. Ja. Okay, weißes Feuer. Ist in dem weißen Feuer eventuell öfters... öfters diese... Na, wie heißen die? Diese Eternal Hearts drin. Das wäre natürlich geil. Aber weiß ich nicht. So, wir waren im Shop, wir waren im goldenen Raum. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nichts mehr. In diese großen Räume möchte ich ungern rein, weil halt, wie gesagt, umso größer der Raum ist, umso schwerer soll dieser Raum dann auch sein. Oh. Oh. Oh, okay. Das war jetzt nicht so gut. Was haben wir eigentlich? Ah, Monster Manual hat uns einen Cube of Meat gegeben. Nett. So. Okay, Monstro scheint aber recht normal zu sein. Außer, dass sie halt diese roten Kackhäufchen überall sind, aber das geht ja noch. So. Okay, Monstro, dann stirb mal bitte. Oh Gott, warte. Wäre ich fast wieder dahin gelaufen, wo er war. Okay, aber eigentlich sollten wir einen Devil Room bekommen. Yep. Und wir haben uns zusammen. Yay, wir schalten wieder ganz viele neue Sachen frei. Yippie. Okay, Moment. Wir machen erstmal das Feuer aus, was nicht geht. Okay. Lol, was? Okay, wir nehmen das Ding mit. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall... Oh. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit, das auch. Wir nehmen alles mit. So. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall jedes Mal einen Devil Room und das wird uns wahrscheinlich sehr gut helfen. Von daher... Achso, und der erste Run wird jetzt natürlich nur bis zu Mutters Fuß gehen, höchstwahrscheinlich. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Aber ja, müsste ja eigentlich so sein, weil wir haben ja noch nichts freigeschaltet. Wir müssen ja erstmal Mutters Fuß besiegen, um überhaupt weitergehen zu dürfen. Oh. Hier haben wir jetzt ja quasi einen ganz neuen Spielstand. Oh Gott. So. Komm. Hau nicht. Oh Gott. Hau nicht ab, du Frosch. Sondern stirb. Oh. Da muss man echt abwägen, ob man wirklich in den goldenen Raum rein will oder nicht. Das finde ich ganz cool. Oh ja. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber da werden wir auf jeden Fall auch getroffen. Obwohl, wir haben ja ein Schild. Okay. Laufen wir schnell da lang. Nehmen wir den auch noch mit. Okay, das hätte ich eigentlich auch gern, aber jetzt haben wir kein Schild mehr. Von daher, ich glaube, ich behalte den Schild mal lieber. Ich glaube, das ist besser. Okay. Haben wir noch den Sticky Friend. Ist doch auch was Schönes. Sind die Fliegen schneller? Oh Gott, ich glaube, die Fliegen sind schneller. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Was bist du für eine Pille? Tearsup, nice. Und Brainchop, auch nice. Sehr schön. Tearsup ist sowieso sehr, sehr gut. Okay, wir haben wieder unseren Schutzschild. Wir könnten jetzt zumindest an die Gold... Ja, komm. Machen wir einfach mal. Ich will die goldene Kiste haben. Kein Plan, ob sich das gelohnt hat. Holen wir uns halt auch noch die Batterie. So. Okay. Passt schon. So. Zum Glück müssen wir jetzt nicht mehr allzu weit gehen. Das ist ganz gut. Okay, bisher geht das aber sogar noch. Von der Schwierigkeit her. Wir kriegen ja recht viele Leben. Wenn wir in jeder neuen Ebene so ein Leben bekommen, das ist ja recht nice. Aber vielleicht ist auch der Charakter, den wir einfach ausgewählt haben, einfach sehr, sehr stark von Anfang an. Das kann natürlich auch sein. Yo, okay. Habt ihr gesehen, wie oft die geschossen haben? Hä, sind die länger? Die sind länger geworden. Okay. Was auch immer. Dann wird halt einfach länger. Ist okay. So. Oh Gott, ein großer Raum. Die Räume, vor denen ich am meisten Angst habe. So. Wir haben eigentlich viel zu selten nach den Geheimräumen gesucht, fällt mir gerade auf. Hätten wir eigentlich mal öfters machen sollen. Oh Gott. Guck, das meine ich. Einfach so viele Kisten. Aber dafür muss man jetzt hier natürlich wahrscheinlich gegen ein bisschen stärkere Gegner kämpfen. Aber ich glaube, das lohnt sich trotzdem. Da muss man halt immer abwägen, ob man die Items mitnehmen kann. Also ob man so viele Leben hat, dass man die wirklich mitnehmen kann. Oder ob man lieber auf Nummer sicher geht, aber dafür halt sehr, sehr viel weniger Leben hat. Das heißt, man wird dafür bezahlt auf jeden Fall. Wenn man risikoreich spielt. Oh, das finde ich gut. Risikoreich spielen kann ich toll. Kann ich toll, ja. Ich kann toll risikoreich spielen. So, aber ich denke mal, unseren ersten Run sollten wir schon mal geschafft haben. So. Da ist eine Batterie. Haben wir hier sonst irgendwas Schönes? Da ist ein blauer Stein da ganz hinten. Wie kommen wir denn da jetzt am besten rein? Ich will den ehrlich gesagt haben, denn wir müssen sowieso ein paar blaue Steine aufsprengen, damit wir irgendwann mal den Small Rock freischalten. Den haben wir auch noch nicht. Müssen wir erstmal alles wieder neu freischalten. Ach, das ist schön. So Isaac von ganz Anfang an zu spielen. Dann müssen wir auch die Donation-Maschine wieder neu befüllen. Ach, das hat mir am meisten Spaß gemacht an dem Spiel, die Donation-Maschine zu befüllen. So, und wir haben natürlich noch richtig viele, richtig gute Items noch nicht freigeschalten. Die müssen wir jetzt alle noch freischalten. Aber das passt schon. So, wir haben ganz schön viel Geld. Könnten hier also mal reingucken. Oh nee, das heißt, wir kriegen die ganzen Items auch erst, wenn wir das ganze Zeug spenden. Okay, wir fangen schon mal an zu spenden. La 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 la. Ziehen. Oh, eine blaue Map. Sehr schön. Okay. Gut, Store Upgrade Level 1. Auch nicht schlecht. Kann man all sein Geld spenden? Krass. Geiler Automat. Ich weiß nicht, ob das in der Mod allgemein so ist, dass man die ganze Zeit alles spenden kann. Oder ob wir jetzt mal Glück hatten, dass wir so viel spenden konnten. Aber egal, wir haben schon mal zwei Sachen freigeschalten. Und vor allem Store Upgrade Level 1. Das heißt, wir werden jetzt jedes Mal höchstwahrscheinlich drei Items pro Shop bekommen. Und das
wird uns sehr doll helfen, denke ich mal. Au. Du Bastard, stirb! Gut, gut, gut. Jetzt kriegen wir eine Party Fly. Sehr schön. Okay, also bisher hatten wir sehr viel Glück mit unseren Items und den ganzen Pillen. Ist ganz schön eigentlich. So, du auch doch. Die haben auch mehr Leben. Okay. Wie viel Schaden haben wir? F2. Okay, 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 okay. Vielleicht sollten wir unsere roten Leben irgendwie loswerden, damit wir Hure von Babylon bekommen. Oder werden. Die Hure von Babylon. Aber wir gehen erstmal zu The Fallen mal 3. The Fallen mal 3, auch immer schön. Gut, dass wir ein Schutzschild haben. Nein, The Fallen mal 5. Oh Gott. Okay, ich hätte mich erstmal auf einen konzentrieren sollen. Oh Gott. Da, nimm die Bombe. Nimm die Bombe, ich will sie nicht. Du kannst sie haben. Oh Gott. Okay, okay, was, Hilfe. Okay, das war jetzt überhaupt nicht cool. Das war ein blöder Boss. 3 Stück. Und er meinte, umso größer der Raum ist, umso schwerer. Am Arsch. Oh Gott. Stirb, 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 stirb. Danke, du auch. Gut. Da haben wir sehr, sehr viele Leben verloren. Aber sowas von viele. Gut, das Ding. Hä? Hä? Ist der Nagel nicht... Egal. Ist mir egal, ist mir egal. Ich dachte, der Nagel wäre eigentlich... ein Space-Item. Naja, gut. Wir nehmen... Oh, wir haben Lilith freigeschalten, weil wir so viele Sachen... Oh. Weil wir so viele Sachen gekauft haben im Devil Room. Auch nicht schlecht. Da kannst du mitnehmen. Sind hier noch irgendwo Herzen? Da ganz links war zumindest noch eins. Oha, okay, da haben wir jetzt... Wir hatten eben noch richtig viele Leben. Dann kommt ein so ein Raum. Oh Gott. Ich will ehrlich gesagt nicht zu Mutti. So, hier, Dim. Nimm und gib uns ein blaues Herz dafür. Danke. So, okay, wir sollten irgendwie noch unser eines rotes Herz loswerden. Dann werden wir nämlich auf jeden Fall die Hure von Babylon. Und sobald wir die Hure von Babylon sind, sollte das alles ein bisschen leichter werden. Okay, aber wir gehen dann erstmal noch eine Etage tiefer. Ist das jetzt schon die letzte? Na, wir sind erst in der vierten. Oh Gott. Okay, dafür haben wir viel zu wenig Leben. Viel zu wenig. Wir brauchen eine Donation-Maschine auf jeden Fall. Eine Blood-Donation-Maschine. So. Zumindest haben wir doppelte 4 Tränen und ein bisschen Damage-Up haben wir auch eben noch bekommen. Blöde Spinne, ich sehe die nicht. Arrgh. Oh, aber ein großer Itemraum. Das. Ach nee, die sind immer groß. Die sind immer groß. Gut. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Okay. Okay, das war jetzt klar, dass wir dafür den Small Rock bekommen, wenn hier so viele Steine in die Luft gejagt werden. Das ist schön. So, was haben wir hier Schönes? Range Down. Das ist weiter tragisch. Können wir das kaufen? Nee. Schade. Ich dachte, man kann... Das wäre cool, wenn man das kaufen könnte und dann liegt das da einfach nur doof rum. I can see forever. Das ist nett. Tears Up ist auch nett. Wir hatten noch kein Twinkle. Das heißt, wir nehmen das mal mit. Was haben wir hier? Eine Pretty Fly. Pheromone. Paralyse. Noch eine Pretty Fly. Sehr schön. Okay. Dann noch ein Freeze. Ach nee. Wir können in beide Richtungen schießen. Okay. Und ein Schütze. Ja. Nehmen wir mal mit. Oh, Speed Up ist das auch. Oh, das wusste ich gar nicht. Der Schütze macht auch Speed Up. Okay, cool. Cool, cool. Dann ist das ja praktischer, als man dachte. Blim, blim, blim. Aber wir bräuchten trotzdem nochmal eine Blood Donation Maschine. Jetzt haben wir so viele blaue Herzen. Oder war Pheromone das, was sein Leben abgezogen hat? Nee, oder? Pheromone war doch das, dass sie... Da hat man einfach nur so komisch gefurzt. Ich glaube, das war das. Okay. Aber das ist schön. So eine Mod bringt mal wieder neuen frischen Wind in das Spiel rein. Da, nimm. Nimm. Hier hinten ist auch noch eins. Nimm einfach alles. Vielen Dank. Gut, der Dark Bomb hilft uns enorm weiter. Das ist ganz cool. Wir haben genug Bomben. Pow! Was kriegen wir hier? Paralyse. Hätten wir eigentlich wissen können. Egal. So. Okay. Ah, wo ist der? Was?
Du warst aber eben noch bei anders. Das war eben noch so ein Rotzspeier war das. Naja, gut. Not a Petty Fly. Okay, wir haben 3 Petty Flies. Finde ich sehr, sehr gut. Da geht es wahrscheinlich zum Boss. Ich laufe da aber trotzdem erstmal noch nicht hin. Ich bin mal gespannt, ob es... Doch, es gibt, glaube ich, auch neue Bosse. Also, die wurden auf jeden Fall neu designt. Und ich weiß nicht, ob die dann vielleicht auch neue Muster haben, wie sie angreifen. Das werden wir alles noch sehen. Ich glaube, das Spiel wird noch richtig, richtig böse. Oh, das Mongo Baby. Das Mongo Baby ist toll. So, hier noch ein Tier-Sub. Und Range Down. Vielleicht noch ein Gabi-Item. Nee, okay. Gut, ist aber trotzdem ganz okay soweit. Okay, gehen wir mal zum Boss. Goody, hi. Erstmal alles böse töten hier. Okay, es ist aber die... Hä? Es ist nicht die rote Version. Okay, ich dachte, es wäre die rote Version. Okay, aber bei Goody wissen wir ja, wir müssen uns einfach nur über ihn stellen und dann kann uns nichts passieren. Weil er dann nicht mehr schießt. Und wir schießen da überall durch. Stimmt, wir können alles sowieso töten. Oh, das ist nice. Penetrative Shots for the win. For the win. Und ein Lilchubby. Das ist voll cool, wieder alles freizuschalten. Ich mag das. So, alle Pillen, die wir nicht kennen, sollten wir eigentlich nicht einsetzen. Ah, aber es sind 2. Okay, Tears down. Ich sag ja, hätten wir nicht einsetzen sollen. Und ich will gleich nochmal gucken. Oh, nice. Damage up. Das Gabi-Item nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann haben wir schon mal 2 Gabi-Items. Fehlt noch 1. Wir nehmen aber trotzdem das Schild weiterhin mit. Und das Ding hier holen wir uns auch noch. Dry Baby. Gut, dann sollten wir auf jeden Fall gleich die Hure von Babylon sein. Und das ist schön. Gut, dann machen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Wir sollten... Ja, wir machen 4 Schaden. Ich glaube, wir sind jetzt Hure von Babylon. Ich weiß es nicht genau. Papp, papp, papp. Irgendwo ein Gabi-Item? Nö. Warum nicht? 3 graue Kisten und kein Gabi-Item? Ich glaub's ja nicht. Uns fehlt ja nur noch ein Gabi-Item. Allerdings wird sich das gar nicht lohnen, jetzt Gabi zu werden, weil wir halt nur noch... Oh, durch die kann man auch durchschießen, ne? Okay, nice. Weil wir eh gleich durch sind mit der... Mit dem ersten One. So. Das haben wir gut überstanden. Braucht nicht mal unser Schutzschild. I can see forever. Könnten wir eigentlich nochmal einsetzen. Sehr schön. Und ein großer Raum. Aber wir sehen wenigstens... Oh Gott. Geister! Überall Geister! Wir sehen wenigstens, wo der Boss ist. Na, wo bist du, Geist? Da bist du, Geist. Okay, da oben ist der... Wieso sehen... Achso, wegen unserer komischen Hähne? Hä, nee, wir sehen es immer noch. Hä, warum sehen wir jetzt die ganze Ebene? Unlogisch. Egal. So. Dim. Brauchst uns nichts geben, wir haben sowieso volle Leben. Was haben wir hier? Ein Random Item. Random Items überall, okay. Stem Cells ist nicht so cool. Dann werden wir gleich mal drauf achten, ob wir jetzt weniger Leben haben. Was haben wir hier? Libra ist sowieso nicht geil. Okay, wir haben aber jetzt sehr viel mehr Schaden bekommen. Okay, Libra ist vielleicht doch ganz gut. War hier nicht noch irgendwo ein Fragezeichen? Scheinbar nicht. Ja gut, wir müssen unser Herz wieder loswerden. Ne, wir sind immer noch sehr stark. Okay, was auch immer. Mach ich auch rüber, ich bin egal. Wir sind immer noch stark. Gut, gehen wir mal Richtung Boss, würde ich sagen. Hä, sind wir jetzt immer noch Hure von Babylon? War das ab einem Herz? Ne, ab einem halben, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Hure von Babylon wäre erst ab einem halben Herz. Bei allen anderen Charakteren... Hä, war der Boss nicht links? Oh Gott. Bei allen anderen Charakteren außer Eve, aber Eve gibt's hier ja auch nicht. Hä? So. Okay, ich dachte zwar, der Boss ist irgendwie links, aber anscheinend... Oder müssen wir jetzt echt einfach so rumlaufen? Oh Gott, ich habe mich eingesperrt. Oh. So. Kann man eigentlich, sobald man den Small Walk freigeschaltet hat, den in derselben... im selben Run nochmal bekommen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, erst im nächsten. Also die Sachen, die man freischaltet, kann man, glaube ich, erst im darauf folgenden Run dann...
sich holen. Ja. Überall rote Herzen. Ich brauche keine Leben. Ich habe genug Leben. Ich glaube, wir sind ganz stark. Oh, sollten wir jetzt Gabi werden, dann werden wir wieder... dann würden wir... Oh Gott, wie viele Leben die haben. Hä, die haben mehr Leben als sonst. Unfair. Dann würden wir fliegen und spinnen. Spawnen. Würden wir dann. Ja. Ja, ja. Gut, der Boss ist nämlich doch links. Müssen wir hier echt einmal rumlaufen. Das ist ja blöd. Hier wird kein Problem für uns. Denn wir sind, ich habe den Namen von dem Typen vergessen, aber wir sind irgendein Typi. Die haben alle komische Namen. Oh Gott, was? Ja. Ist Loki dicker geworden? Hast du zugenommen, Loki? Okay, irgendwie gefällt mir der Raum hier nicht. Nicht so wirklich. Gut, dass wir Papis Fuß haben. Und der tut sich selber weh, wie es scheint. An den Stacheln. Verdammt, noch ein Lebensupgrade. Das finde ich gar nicht mal so gut. Hoffentlich können wir die hier wieder ausgeben. Ja, können wir. Das ist schön. Pheromone. What a baby. Noch ein Baby mehr. Okay, und ich kaufe mir das. Little Bumsen. Okay, auch nicht schlecht. Gut. Das können wir nicht mitnehmen. Wir gehen einfach mal runter. Ja, 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 ja. Und jetzt haben wir wieder unseren Fuhrer von Babylon Effect auf jeden Fall. Und wir sind in der letzten Ebene. Für den ersten One. Sind recht stark. Das ist alles super schön. Und kriegen ein Gabi-Item. Wir sind also Gabi. Yay. Gabi Sailboy freigeschaltet. Sehr nice. Fnord? No. Fnord? Was? Wieso denn Fnord? Naja, was auch immer. Fnord. Wir sind auf jeden Fall Gabi. Das heißt, wir werden jetzt fliegen und Spinnen spawnen, sobald wir Gegner töten. Nee, sobald wir sie auch nur treffen, glaube ich. Ah, oh, nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So, nein, gib mir das Herz. Danke. Dann haben wir hier noch so... Wir könnten noch der Fliegenmann werden. Fnord. Fnord, Fnord, Fnord. Will ich ehrlich gesagt nicht mitnehmen, aber wir müssen es ja irgendwann mal mitnehmen, ne? Ah, irgendwann kriegen wir das sowieso. Irgendwann, mit einem Curse of the Unknown, werden wir das irgendwann mal aus Versehen aufsammeln. Yo, was? Der sieht ja richtig crazy aus. Du crazy Typ, du. Oh, so viele Herzen. Oh. Das gefällt mir. Aber geil. Was kriegen wir jetzt Schönes? 2, 3, 4. 4 Herzen. Nice. Nett von dir. Geil. Wir haben so richtig viele Begleiter. Und der hat richtig viel... Das ist ein Miniboss? Was? Ein Miniboss? Oh Gott. Ja. Hätten wir da jetzt nicht fliegen können, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen assiger gewesen. Aber ich glaube, wir sind jetzt schon gerade recht OP. Wollen wir sind Gabi. Was soll denn jetzt noch passieren? Hahaha. Und gleich sterbe ich einfach bei Mutters Fuß. Welcher vielleicht gar nicht Mutters Fuß ist, sondern irgendwas richtig Schlimmes. Das ist dann einfach so Lamp und was weiß ich alles zusammen. So. Okay. Noch eine Pretty Fly. Unsere vierte an der Zahl. Gut. Die Ebene zieht sich irgendwie. Aber extremst. So. Gut, dass wir so stark sind. Die ist down. Nee. Was schön wäre jetzt noch diese blaue Fliege. Die all unsere Begleiter stärker macht. Oder all unsere Spinnen und so stärker macht. Ich will mal in die Arcade reingucken. Aha. Du also, ja? Mhm. Sehr interessant. Blaues Herz. Okay, wir haben 4 blaue Herzen hier noch irgendwo rumliegen. Und die ziehen als Miniboss. Was ist hier los? Ich mag euch nicht als Miniboss. Gut, dass wir fliegen können. Und dass wir fliegen haben. Ganz schön viele. Wie viele Leben die auch haben. Also wenn man... hier in dieser Ebene schon nicht OP ist, dann ist das wahrscheinlich schon recht schwer. So. Wir können wieder Geld spenden.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange wir sperren können. Ob wirklich unendlich, ob er das rausgenommen hat, diese Sperre, oder ob das irgendwann aufhört. Aber scheinbar kann man echt sein ganzes... Ne, kann man nicht. Okay. Gut. Kaufen wir uns einfach mal die Leiter, damit wir sie in unserem Basement haben. So. Okidoki, wo ist der Boss? Da ist der Boss. Haben wir ihn gefunden. Okay. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Hallo Mutti. Oh, hi. Was macht ihr denn da an den Seiten? Oh. Okay, aber der Trick funktioniert hier trotzdem. Und sie spawnt auch nicht irgendwie fiesere Sachen oder sowas. Nö, ist eigentlich alles recht normal. Okay. Gut, also von Mutti müssen wir keine Angst haben. Gut zu wissen. Aber... His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else. Isaac's wie sie sich freut. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Ja! Yay, wir haben die Wurmgeanlage und die Harbingers und ein Cube of Meat und Ball of Bandages. Toll. Geil, wir haben Mutti besiegt. In File 3. Da haben wir eine Münzweg von 1 mit Arak. Was auch immer Arak sein soll. Aber wir haben Arak. Arak, 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 Arak. Und wir haben neue Sachen freigeschalten. Und zwar haben wir freigeschalten... Keine Ahnung. Haben wir nicht irgendwas freigeschalten? Jesus haben wir freigeschalten. Wo ist denn Jesus? Hä? Moment. Ich glaube, ich habe noch Dateien aus der Savior-Mod drin. Deswegen haben wir angeblich Jesus freigeschalten. Obwohl wir eigentlich freigeschalten haben... Adra? Oder so blind? Ich habe keine Ahnung. So Mask, locked. Ah, das ist Eden, okay. Hä? Ich habe keine Ahnung. Jesus freigeschalten, aber irgendwie auch nicht. Oder hier irgendwo Jesus. Nee. Kitty. Kitty. Gut. Das war dann die erste Folge aus dem Wattmod. Mod. Und wir brauchten einfach 30 Minuten für Mutters Fuß. Okay, das hat ganz schön lange gedauert irgendwie. Ja. Dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Godmod zu spielen. Die werden wir jetzt in nächster Zeit öfters sehen. Und bin mal gespannt, wie es da noch weitergeht. Bisher war, glaube ich, das Schlimmste, diese drei The Fallens. Das war echt das Schlimmste. Da habe ich richtig viele Leben verloren. Und wenn sowas in The Worm kommt, na dann herzlichen Glückwunsch. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.